chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. So, gleichfalls. Bye. Ich habe immer noch ein bisschen Ohrenschmerzen, aber so läuft das eigentlich. Anyway, ziemlich cool. Nix viel irgendwie neu zu erzählen, aber
Was ist?
Jo, ey, alles gut. Dann wünsche ich dir noch gute Nacht und jo, noch viel Spaß. Danke. Tschüss. Shit!
I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Like, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or, it's my subconscious telling me that this is all pretty out there.
awake. Thank you.
Thank you.
after Ellen died. I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. Had turned the bathroom into a dark room. I needed to get inside the manuscript. For months after Ellen died, Alice's work had consumed the apartment, her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Thank you.
shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch, a monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to two murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation.
don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know? There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs, it was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Dor, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste.
rest, you won't be happy. Mike. Jumalauta, that held you close, Tom. Ei muuttako onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Dor didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. Wake. Oh. Ist das sich an? Aber so. Oh Gott. Flo, ich glaube, ich werde gleich schlafen gehen. I'm so sorry. I've been fixed for that. Wo waren Dom in der Party gestern? Um 12 oder früher? Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich um 11 oder 12 schlafen gegangen bin. Ja, und ich bin heute um 2.30 Uhr aufgestanden. Dreieinhalb Stunden ungefähr, glaube ich. Ja, ich habe, glaube ich, 3 Stunden geschlafen. Ja, es. Und jetzt habe ich noch gespielt, noch ein bisschen. Und ich habe auch richtig gemerkt, wie ich extrem müde wurde die letzten 2 Stunden. Ich weiß auch nicht. Ich sollte wirklich, ja, ich bin ein, Kari, ich weiß nicht, warum ich nicht schlafen kann. Auch wenn ich merke, dass einfach, dass ich wirklich schlafen muss. Nee, ich wache einfach auf und ich habe das Gefühl, dass ich wach bin. Also ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich dann müde bin, sondern dass ich einfach schon wach bin und jetzt nicht mehr einschlafen kann. Aber ich manchmal so... Ja, sie muss halt echt schlimm. Ey, das ist actually, that's true. Ja. Bis 17, was noch macht, dem. Oh Gott. Ja, dann ist der zumindest der Rhythmus noch etwas besser. Dann kannst du am nächsten Tag vielleicht bleibst du länger wach und dann hast du schon praktisch einen guten Rhythmus wieder. Ja, ich versuche jetzt gleich schlafen zu gehen und dann trotzdem jetzt nicht so spät auszustehen, damit jetzt mein Rhythmus nicht fickelt. Oh, das ist perfekt. Dann schlafe ich einfach 9 Stunden. Dann ist es gut. Gute. Actually, das ist richtig gut für mich gerade, ja. Aber yes. Ich hab 9, Digga. Oh, yes. Und ich kann immer noch gut früh aufstehen. Ja, irgendwie noch zum früh zur Arbeit aufstehen musste, ja. Alter. Das. But don't let the game get you down. Ja, aber die. Maybe put him in your films, Tom. Like you have put me.
Ich glaube, die ist höher pro, wenn das im Text war, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern. What films? Ja, das kenne ich. I'm a fan of your masterworks. There is Dom. Ja, es kommt mir bekannt vor. Ja. And Uerdenuer is the most famous one, of course. And is it true what I hear that it's coming back? Ich habe auch heute auch wieder so ein Mittel ausgeschmissen. Vielleicht wird den Arzt wieder besuchen müssen, aber ich denke mir so, was für Pisser. Dieser eine Ohrenarzt, Digga. Ich weiß nicht, ob ich zu ihr hingehen möchte. Ja, und in meinem Ivo, Digga, ja, ein bisschen stärker hier, 600, ja, geht schon. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget the... Oh, Alter, ich meine, ich glaube, ja, das hat man damals nicht verstanden, man hatte einfach nur die Melodie im Kopf. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Ja, genau. Wenn man immer auch wartet, ja, wow, was so Videos manchmal passiert, ja, wo man früher von nur als Kind überhaupt nicht gecheckt hat, was irgendwie... was irgendwie gerade passiert ist. Oh wow, no way, Digga. Oh my god. Oh, bro, ey, das ist ein genialer Satz, Digga, actually. Like, holy fuck. Genial, Digga. Actually, fucking genius. Ja, merke ich, Alter. Es ist so, ja. Der gute Schiete. Ne, es tut mir leid. Aber für morgen definitiv, Digga. Ich meine, Sonntag ist stressig, aber ich könnte mir für dich Mühe geben, Digga. Ich werde mir Mühe geben, Digga. The Mind Game. Actually voll true, Digga. Wir haben schon Sonntag. Was habe ich gut gemacht? Ich meine, trotzdem gut Progress, aber ich habe auch Dom bei Signal zugeschaut. Ja, und ich war heute früh, waren meine Eltern noch zu Besuch, haben mir zu essen was vorbeigebracht, weil mein Vater in so einer Essensfabrik arbeitet und der kriegt da immer ein bisschen übrig und da ist das nice. Und Geld gespart. Ja, we actually take those. Und ja, da kann ich auch. Ich habe den Hotel gemacht. Und danach habe ich. Das muss ich überlegen, ob ich viel gemacht habe. Danach eigentlich nicht. Ich habe eigentlich einfach nur den nächsten Chapter angefangen.
Das ist aber. Ich habe das alles gestreamt, also falls du da dir das nochmal anschauen möchtest, die Story. Ey, ich wollte dir es einfach anbieten, dass du dir die Story einfach nochmal anschaust. Ich schwöre, da waren keine Intentions oder so, es war einfach. Ist schon der Masse Memory, dass ich sowas sage. Ich merke das einfach. Oh, ey, das. Ich höre, es ist gut. Hatten zwar nicht so geilen Commentary wie gestern, aber. Ja, das ist. Aber trotzdem, die Story schon. Ja, ich bin jetzt. Ich war gerade noch live, ja. Also ich weiß, ich bin jetzt hier gerade noch in den Raum wieder in der Talkshow gewesen. Ja, das ja, so ist eigentlich auch nichts. Ja, waren wir hier. Obwohl, ich meine, Chapter 6 war ganz kurzer im Hotel. Also nicht im Hotel, in diesen einen Dings, wo die Frau von ihnen lebt. Und jetzt gerade habe ich Chapter 7 angefangen. Chapter 5 war actually. Das hat ein paar richtig interessante Stellen. Da hatten wir diese Mechanik mit den Szenen wechseln. Ja, und das war actually echt. Das war nicht so cool wie die U-Bahn. Aber es war trotzdem sehr, sehr cool. Also, seine Gameplay. Nein, nein, nein. Jetzt gehe ich auf jeden Fall auch raus.